Madrid 1937. In Spanien herrscht Bürgerkrieg. Der junge Javier ist Sohn eines Zirkusclowns. Eines Tages stürmen Truppen des Revolutionsführers Franco die Vorstellung und zwingen alle Erwachsenen, mit ihnen zu kommen und an ihrer Seite zu kämpfen. Darunter auch Javiers Vater. Du wirst sehen, was passiert, wenn diese faschistischen Hurensöhne anfangen, euch den Arsch abzufackeln. Was machst du dann mit deinem Gewehr, du Volltrottel? Wenn Mann und Mann sich gegenüberstehen, geht es um Leben und Tod. Irgendwelche Einwendewitzfigur? Nein. Gut, das gefällt mir. So mag ich's. Ich habe noch eine Frage. Was gibt's? Kann ich mich vorher umziehen? Nein. Ein Clown mit einer Machete. Das wird diese Scheißkerle fertig machen. Vorwärts, los! Zeigt ihm, was in euch steckt! Viele Jahre später hat sich Javier noch immer nicht von den Ereignissen erholt. Trotz seines Traumas entscheidet er sich, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und wird Zirkusclown an der Seite von Sergio. Er ist der traditionelle, lustige Clown. Die Kinder lieben ihn. Aber unter der Maske des Clowns verbirgt sich ein übler Sadist. Warum willst du Clown werden? Denk nach. Weil, Sag schon, verdammt! Wieso musst du Clown werden? Kannst du nicht antworten? Es gibt doch sicher einen Grund dafür. Niemand wird einfach so zum Clown. Spuck's aus. Was ist es, die Angst vor dem Leben? Folgst du einer Familientradition? Oder liebst du es, erniedrigt zu werden? Was ist mit ihnen? Wenn ich nicht Clown geworden wäre, wäre ich Mörder geworden. Unter den brutalen Neigungen von Sergio leidet vor allem dessen Freundin Natalia. Ständig verprügelt und erniedrigt er sie. Javier verliebt sich sofort in Natalia und will ihr helfen. Das ist aber nicht unbedingt die beste Entscheidung. Natalia, wie geht es dir? Es geht mir gut. Mach dir keine Sorgen um mich. Ist er immer so? Nur wenn er besoffen ist. Und wie oft trinkt er? Jede Nacht. Tut mir leid, ich muss los. Sonst regt er sich wirklich auf. Wer bist du eigentlich? Ich bin der traurige Clown, morgen beginne ich. Und wie ist dein Name? Javier. Armes Schwein. Wieso? Weißt du, was mit deinem Vorgänger passiert ist? Nein. Besser, wenn du es nicht weißt. Unter den ständigen Demütigungen wachsen im emotional instabilen Javier Wut und Verzweiflung. Dann explodiert er und stürzt mit einem Blutbad alle Beteiligten ins Unglück. Mad Circus ist nicht nur etwas für Freunde des gepflegten Splatterfilms. Auch wer Subtexte mag, wird den Film lieben. Starregisseur Alex de la Iglesia hat ein furioses Sinnbild der spanischen Gesellschaft in Form einer Zirkustruppe geschaffen. Die Blu-ray enthält unter anderem drei Kinotrailer.